Herzlich willkommen aus Esbjerg. Hinter uns der Mann in Weiß, der Mann. Die Männer am See oder so? Die am Meer? Am Meer. Ist ja Meer hier, Schatz. Ja. Ist ja Meer. Ja. Männer am Meer. Ja, herzlich willkommen, Teil 2. Ich hoffe, man kann es hören. Der Wind ist ein bisschen kacke, glaube ich. Ja. Naja, werden wir gleich sehen. Ein Stückchen weitergefahren. Jo. Sitzen aber erstmal noch drin, weil draußen wieder so windig. Feyers Strand. Das war ein Tipp vom André. André, schönen Dank. Auch hier kann man mit dem Auto bis auf den Strand fahren. Ich finde das echt irre. Kannst du mit dem Auto auf den Strand fahren? Du stehst hier 20 Meter, 30 Meter vom Wasser entfernt. Also. Ja, hier darfst du auch nicht näher als 20 Meter ran. Steht zumindest da so ein Schild. Und da sind bei 17 Grad tatsächlich so ein paar Bekloppte im Wasser. Ja, bei dem Wellengang. Ja, wir sind ja übrigens immer noch auf der Suche nach einem Fischbrötchen. Oh ja, aber wenn wir gleich da oben, da parken wir, da ist ein altes Hotel. Das ist wohl leer und da ist ein Parkplatz davor. Da werden wir uns gleich mal hinsetzen. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen durch die Stadt. Und dann mal so ein bisschen durch diese Strandpromenade da mal lang spazieren. Da kriegen wir bestimmt ein Fischbrötchen oder sowas. Da habe ich jetzt voll Bock drauf. Wenn nicht, dann fangen wir uns eine Möwe. Ich sehe da gerade eine. Gut. Jetzt werden wir uns mal winddicht anziehen. Jo. Und ab an den Feyers Strand.
kommt nichts. Durchfahren ist auch blöd. Weil die Schranke da ist. Kommt nichts. Kommt nichts. Doch, ich höre was. Ah, ist die Deutsche Bahn, die kommt etwas später. Nichts zu sehen. Doch, da kommt er, er kommt. Ich glaube, ihr habt eine Macke, oder? Ja, kannst du nicht anders sagen. So, jetzt schnauer, komm. Angekommen. Stellplatz am Ringköpingfjord. Moment, ich guck mal eben. Da. Downing Haven. Inklusive Free Internet. Ja, direkt am Hafen. Wir stehen komplett alleine hier. Cool. So. Oh. Und die Sonne knallt. Ich werd verrückt. Das ist schön, das ist schön. Christine holt gerade ein Ticket, ein Billet. Ja. Hier geht es auch noch irgendwo hin. Strom ist auch dabei. Preis erfahren wir gleich. So, Ausgang wählen. Eins. Ja. Eingeben oder Karte herausnehmen. Ich gucke jetzt mal, ob Strom drauf ist. So, Preis 150 Kronen. Übernachtung hier, ne? Zwei Erwachsene, ein Hund oder was? Das ist egal, allgemein. 150 Kronen. Eine Hafenkarte, Betrag zum Verbrauchen 30 Kronen. Sind aber immer drauf, ne? Genau, die sind da drauf für Strom oder wenn man duschen gehen möchte. Und ja. Also insgesamt 180 Kronen. Genau. Und wenn Strom überbleibt, kriegst du das Geld wieder zurück. Genau, man zahlt das Ganze mit Karte. Entweder Kreditkarte oder EC-Karte. Hast du eine Kreditkarte? Nee, EC-Karte. Hier steht Kreditkarte drauf. Ja, Maestro. Hätte mich gewundert, wenn du eine Kreditkarte hättest. Na, jeder hat ja zwei Leben hier. Die dunkle Seite. Ja. So, 40 Kronen Pfand, die kriegst du wieder zurück, wenn du die Karte wieder abgibst. Wird das wieder zurückgebucht, habe ich mir sagen lassen. In einem freundlichen Englisch von den Herren in der Kneipe da. Ich habe mich ein bisschen doof sehen. Angeguckt. Ich kann nichts sehen. So. Besser? Platz an der Sonne. Ein Platz an der Sonne. So. So, wir sind angekommen. Stecker rein. Stecker rein und dann Hafentour? Nee, erstmal einen Kaffee. Kaffee.
angedockt. Jetzt wird Kaffee getrunken. Da, huckt er und macht schon mal Kaffee. Ich freue mich. So, alles klar. Gehen wir mal ein bisschen in den Hafen mal schlendern. Gucken, wie groß er ist. Ich glaube, so groß ist er nicht, aber bestimmt gemütlich. Wir waren ja gerade am Hafen. Hier, war am Hafen. Ja. Ich weiß gar nicht, bist du überhaupt drauf? Ich sehe dich nicht. Ich sehe mich auch nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall schöner, schnuckeliger Hafen. Mit so einer kleinen Sonnenterrasse da. Ich glaube, da gibt es Eis und so ein paar Snacks, könnt ihr mir vorstellen. Mhm. Und ja. Wir haben ja gerade lecker noch Fisch gehabt. Ja. Und meine Idee wäre jetzt, ja. Sonne genießen. Ja, unbedingt. Und gleich noch ein bisschen was aus der Truhe holen. Ich glaube, wir haben noch Bolognese. Mhm. Yummy, yummy. Und dann ist Schluss für heute. Mhm. So, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mit der Sonne bei euch. Und wir sehen uns morgen wieder. Morgen wollen wir nach diesen Sandskulpturen, ja. Und zu diesem Muschelhaus. Mal gucken, was der Chetzelken ausgesucht hat. Am allerfeinsten. Nein, das machen wir morgen. Und dann fahren wir schon mal Richtung Skagen. Also. Ja. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Bis morgen. Ciao. Einen wunderschönen. Da ist die Killerin. Einen wunderschönen sonnigen guten Morgen aus Dänemark. Morgen. Wetter ist richtig geil. Ja, komm, nochmal richtig guten Morgen. So. Morgen, meine Lieben. Wetter ist mal wieder richtig geil in Dänemark. Nein, wir haben richtig geile Sonne. Ja. Voll gut. So, wir haben jetzt Einpackroutine hinter uns. Aha. Die Karte abgegeben. Ach so. Hat wunderbar geklappt. Hör mal. So, okay. Wir machen uns jetzt auf den Weg, wie gestern schon angekündigt. Ich habe übrigens super gepennt hier. Totenstille. Einer ist noch gekommen, ein Camper. Aber so ein Einheimischer, glaube ich. Dänemark, ja. Scheint hier wohl, weiß ich nicht, Insider-Tipp zu sein, obwohl bei Park 4 Night drin steht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war hier. Also wir haben jetzt alles in allem 160 Kronen bezahlt, das sind 23 Euro ungefähr. Ja. Also ist nicht gerade das günstigste, aber Dänemark ist so.
Aber ist, der Platz ist top. Ja, Hafen, habt ihr gesehen, sehr schön. Okay, pass auf, wir hauen jetzt ab. Mhm. Richtung Strand, nee, diese Sand. Sandskulpturen. Sandviecher da. Mhm. Und da sehen wir uns gleich wieder. Genau. Ach, eins wollte ich euch noch zeigen. Diese komische Piste, die uns hier das Navi geschickt hat. Jetzt pass mal auf. Und hier auf der anderen Seite ist das mega. Die ganze Karre ist versaut. Erstmal Auto waschen. Nein, natürlich nicht. So, wir hauen es ab. Bis gleich. Jetzt gucken wir uns mal den ganzen künstlerischen Bereich mal an. Ja. Genau. Also, meiner Meinung nach absolut sehenswert. Ja. Definitiv. Ja. Also schon beeindruckend, was die hier machen. Jo. Einfach nur Sand, Wasser und Verstand. Ja. Na, ich habe Höllenrespekt vor den Leuten, die aus so einer Dinger oder aus nichts so ein Kunstwerk schaffen. Ja. Respekt. Ja. Richtig beeindruckend. Und die sehen das ja vorher schon ja. aus dem Sandhaufen. Also, ja, die sehen den Sand an, was da drin steckt. Ja. Und machen nur das, was nicht dahin gehört, machen sie weg. Wer ist das? So, gut. So, wer ist das nicht? So ganz einfach. Also, Daumen hoch, echt. Ja. Hammer. Hat sich gelohnt. Genau. Jetzt stöbern wir noch mal ein bisschen hier. Ja. Ne? Oh. Wir stöbern noch ein bisschen. Ein bisschen Schuppen. Soft-Eis. Lecker. Ich mag das Soft-Eis. Ja? Mhm.